Kennst du noch Netscape, diesen Browser aus den 90er Jahren? Netscape war auf jeden Fall die Grundlage, aus der später der Mozilla Firefox Browser entstanden ist. Während dem sogenannten Browserkrieg zu dieser Zeit wurde aus Netscape der größte Verlierer. Und er verlor ausgerechnet gegen den Internet Explorer. Aufgrund von besserer Verarbeitung von Cascading Style Sheets, kurz CSS, und einer eigens entwickelten Java Runtime Environment seitens Microsoft. Zurück zum eigentlichen Thema. Um zumindest eine Chance in diesem Kampf um den Marktanteil im Browsersektor zu haben, entwickelte das US-amerikanische Unternehmen aus dem Silicon Valley Netscape Communications, welches später in den Medienkonzern AOL integriert wurde, während der Browserteil zur Mozilla Foundation wurde. Zumindest entwickelte Netscape die neue Skriptsprache namens JavaScript. Dabei hatte Netscape Unterstützung von Sun Microsystems, die wiederum verantwortlich für die Sprache aus dem letzten Video sind, Java. Ursprünglich hieß JavaScript jedoch gar nicht JavaScript, sondern LiveScript und integrierte lediglich die sogenannten Java Applets in den Netscape Browser. Erst später wurde die Sprache umbenannt, um die schon damals existierende Bekanntheit von Java auszunutzen. JavaScript überstand den Browserkrieg bis heute, obwohl Microsoft seine eigene alternative JScript herausbrachte und es stark verbreitet. Genaue Marktanteile von JavaScript sind schwierig festzuhalten, da rein theoretisch jede Website JavaScript nutzen kann, denn das ist unabhängig vom Webserver. Zumindest der TU-Index bietet eine kleine Einordnung. Derzeit liegt JavaScript auf Platz 7 dieses Rankings. Die Syntax JavaScripts ist, wie man sich leicht denken kann, stark an die von Java angelehnt und damit auch den C-Sprachen sehr nah. Abgesehen davon haben die Skriptsprache und die Programmiersprache hingegen keinerlei wirkliche Ähnlichkeiten oder gar Gemeinsamkeiten. Der Grund, warum jede Web-Applikation die Funktionen und Vorzüge von JavaScript nutzen kann, ist, dass JavaScript im Gegensatz zu Sprachen wie PHP auf dem Rechner des Nutzers ausgeführt wird. Daher ist die Skriptsprache clientseitig. Trotz dessen, oder eventuell gerade deswegen, hat JavaScript einen Haufen von Anwendungsgebieten, zumindest im Bereich der Webentwicklung. Generell wird die Sprache verwendet, um Nutzerinteraktion auszuwerten und dynamisches HTML, also Hypertext Markup Language, was nebenbei bemerkt keine Programmiersprache ist, zu erzeugen, welches ohne Reloaden der Seite verändert werden kann. Beispielsweise können Suchformulare wie auf Google so geschrieben werden, dass sie Suchvorschläge schon während der Eingabe geben. Weitere wichtige Funktionalitäten von der Skriptsprache sind das Auslesen von sogenannten Cookies, die auf der Festplatte des Webseitenbesuchers gespeichert sind und sehr umstritten sind, oder Ajax-Anfragen. Ajax-Anfragen dienen zum Senden oder Empfangen von Daten an den Webserver ohne ein erneutes Laden der Webseite, was ein flüssigeres Nutzererlebnis ermöglicht. Auch Werbeanzeigen werden in den meisten Fällen durch Funktionen wie diese ermöglicht. Eigentlich ist es heutzutage sinnfrei, einem aktiven Internetnutzer, ihr es ja scheinbar seid, die Funktion von JavaScript zu erklären. Es ist einfach überall und man hat sich an die Existenz gewöhnt. Natürlich kann jedoch auch Negatives mit JavaScript angestellt werden. So wie mit fast allem. Manipulierte Webseiten können so verändertes JavaScript haben, dass sie schädliche Software auf dem PC des Nutzers speichern. Das ist der Grund, warum viele Internetnutzer einen Scriptblocker aktiviert haben, der Skripte auf neuen Seiten automatisch deaktiviert und die Ausführung verhindert. Erst der Nutzer kann dann individuell erlauben, welche Skripte ausgeführt werden dürfen und welche nicht. Ich selbst nutze einen solchen Blocker und empfehle euch, dies ebenfalls nachzumachen. Zudem ist es aus Sicht eines Developers ein absolutes No-Go, wichtige Daten oder Datenbankabfragen über JavaScript direkt abzuwickeln, da es, wie schon erwähnt, von dem Prozessor des Nutzers ausgeführt wird. Dazu gibt es eine Abhilfe, das Framework Node.js, welches die Möglichkeit bietet, JavaScript Quellcode direkt auf dem Server auszuführen, was dazu führt, dass die Sprache vergleichbare Fähigkeiten wie PHP erhält. Unter Entwicklern, teilweise auch Möchtegern-Entwicklern, geht oft das Gerücht um, dass JavaScript langsam sei. So ganz richtig ist diese Aussage jedoch nicht. Moderne Browser-Engines sind so gut optimiert, dass die normale Ausführung von JavaScript schneller ist als eine der schnellsten Sprachen Python. Wie man sich jetzt vielleicht denken kann, kommt hier noch ein Aber. Die grafische Darstellung, also die HTML-Manipulation durch das Interface namens Document Object Model, kurz DOM, ist extrem langsam. Da das eins der Hauptaufgaben und Verwendungszwecke von JavaScript ist, wird das meist als JavaScript ist langsam verallgemeinert. Nun zum Fazit. Solltest du ein ernsthafter Webentwickler werden wollen, kommst du nicht um JavaScript herum. Es ist einfach überall und kann so gut wie alles, was mit Frontend
Lernen zu tun hat. Zu deinem Glück ist JavaScript, zumindest meiner Meinung nach, noch einfacher zu lernen als Java selbst. Trotzdem hast du einen leichten Einstieg in die jeweils andere Sprache, wenn du eine davon kannst. Auch bei PHP wirst du es leicht haben, solltest du JavaScript können. Vielen Dank fürs Zusehen, über eine Wertung würde ich mich sehr freuen und im nächsten Video über die Programmiersprachen Lua und Scratch sehen wir uns hoffentlich wieder. Erwartet nicht zu viel.